Hallo, Sandra Rose Fröhlich mit dem Thema Ernährung bei Verstopfung. Erstes Ziel ist, dass ihr die Darmzotten anregen könnt mit Milchsäurebakterien, indem ihr einfach Naturjoghurt in den Alltag integriert. Dann kann man die Ballaststoffe aus Gemüse nutzen, zum Beispiel pürierte Gemüsesuppe. Dann ist es wichtig, dass natürlich, kennen viele, genügend getrunken wird. Als viertes Ziel ist die Möglichkeit, dass ihr Speiseöl verwendet, weil das den Darm schmiert. Die Ballaststoffe von Haferflocken helfen, die Zotten anzuregen und die Verdauung zu verbessern. Mehr zu den richtigen Portionsmengen findet ihr auch im Ernährungsmaß für alle die, die nicht wissen, wie die richtigen Portionsmengen sind. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und hoffe, dass ihr die Verstopfung in den Griff bekommt. Sollten Fragen sein, meldet euch einfach gerne. Bis dahin, alles Liebe, eure Sandra. Macht's gut!